Und dann, Vater, war der Traum von Rapture ausgeträumt. Du hast mich gelehrt, dass die Unschuld nur ein Larvenstadium ist. Eine Phase, die einmal enden muss. Nur wenn wir frei davon sind, kennen wir uns selbst. Du hast mir gezeigt, dass einzig und allein mein Leben zählt, meine Interessen. Mir geht es gut. Alles andere interessiert nicht. Du hast ein Monster aus mir gemacht, Vater. Aber ich fragte mich, warum hast du die anderen gerettet? Du hast mich im Zweifel gelassen. Wolltest du nicht, dass ich bin wie du? Ich wusste, ich konnte dich retten und leben wie du. Aber wenn du Reue verspürtest, wenn du wolltest, dass ich selbst wähle, müsste ich dich loslassen, müsste ich dich sterben lassen. Raptures Traum ist ausgeträumt. Ich erwache und bin allein. Mutter habe ich zurückgelassen. Und du wolltest lieber sterben, als dass ich dir folge. Aber du hast mir das größte aller Geschenke gemacht. Hast mir etwas gegeben, was ich niemals hatte. Meine Freiheit. Es gibt keinen Namen für das, was ich bin. Aber die Welt wird sich ändern. Ich dachte, wir packen es gemeinsam an. Doch als ich mit dir da saß, habe ich mich gefragt, ob es für mich überhaupt eine Erlösung geben kann. Dein Opfer hat mir Hoffnung gegeben. Aber Vater, wo immer du sein magst, du fehlst mir.